Hey, hier gibt es ein Schaumbad, urcool. Und ja, Badewanne und Literatur. Yay. Tolles Service muss man sein. Ho. Not bad, my dears. Ja. Da wird es mir gleich, wie sagt man, zum Performen. Ich bin ein Hundertwasser. Ich bin ein Tausendsasser. Ich bin ein Bienenfresser. Ich bin ein Hundertwasser. Ich lebe unter Wasser, mit allen Wassern gewaschen, nach allen Mitteln der Kunst produziere ich Dunst im Kreis, Kreis, Kreis der Angehörigen, der Hörigen, der Ungehörigen. Hört ihr mich? Fast schon wie am Meer. Und naja. Frühling wird es auch. Ein bisschen was zum Lesen mitgenommen. Okidoki. Was haben wir denn da? Ein Kloblatt. Oh, cool. Uralt und immer noch gut. Frühling boot. Oder auch Frühling britt. Winterende. Haftentlassung aus der Kälte. Neuer Zellenblock. Frühlingshaft. Frühlingshaftentlassung. Raus aus dem Tiefschneeschlaf. Dornröschenhafte Murmeltiere. Reservespeck aufgebraucht. Tauchen an der Oberfläche auf. Tauen an der Oberfläche auf. Aprilsonne wärmt. Thema warm. Nicht schlecht warm. So, hier wieder ein bisschen Schaum zum Teilen. Was haben wir denn da jetzt? Ah, ein Almanach aus Deutschland. Da hat mich mal der Jopa inspiriert. Vertulpung. Wenn Tulpen hinter Tulpen, 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 Tulpen nach. Wenn Tulpen hinter Tulpen, Tulpen, blühen Tulpen, Tulpen, Tulpen nach. Wenn Tulpen hinter Tulpen blühen, in Reih und Glied am Felde stehen, in Reih und Glied am Felde stehen, in Holland bald abgeschnitten für den Blumenmarkt, dann verblühen Tulpen hinter Tulpen, Tulpen. Die Stängelreste am Blumenfeld träumen von ihren Köpfen, von ihren Köpfen, ihren Köpfen, ihren Köpfen, ihren Köpfchen, von ihren Köpfen, da die bald per Flugzeug über den Wolken noch kurz an die Sonne, die scheint, kurz an die Sonne, die schnittigen Tulpen abgeliefert in das Reich des Todes, aufgefahren in den Himmel, ab in die Blumenvase, rauf auf den Küchentisch. Den himmlischen Tisch entblättern ihre Stempel, duften verzückt. Ja, so eine Badewanne, die kann sich schon sehen lassen. Das Schöne ist, ich habe hier ein Kamerakind sogar, meinen lieben Mitbewohner, da passt ein bisschen auf, dass ich da, wenn ich mir das Knack breche, ruft er die Rettung. Und außerdem kann er die Kamera auch ein bisschen schwenken, weil ich werde es mir jetzt nämlich beim Mario gemütlich machen. Der leuchtet mich schon an. Mario, wer könnte das sein? Ihr werdet das gleich herausfinden. Ja, jetzt ist die Sache recht rutschig hier. Aber wir
wir werden das alles schaffen. Also vor allem ich werde es schaffen. Und das Kamerakind schafft es auch. Sehr schön. Mario hier, mein Studiogast sozusagen, erleuchtet für mich und macht die Welt ein bisschen schöner und lustiger. Hier ein Buch vom Fröhlichen Wohnzimmer, ganz schön, ein Jubiläumsbuch. Da lese ich mal einen Text und einen anderen später. So, hoffe Ilse und Fritz schauen jetzt auch zu. Neue Einheit, Willensstärke. Das Paralleluniversum ruft tönend, träumt mich und ich träume es zurück. Kein Weg führt an diesen Ort, nur der Wille und mein Plan, dorthin zu kommen. Ich würde dafür nicht töten, Opfer bringen wohl. Ich will meine Umlaufbahn so sehr verlassen, dass das Leuchten der Milchstraße in den Schatten gestellt wird. Ich will so sehr weg, dass sämtliche Entwickler der Raketenantriebskraft, und natürlich waren es Männer, nur mehr mit den Augen rollen können, wenn sie meine Antriebskraft des Wegwollens mit der einer ihrer Raketen vergleichen. Herr Tsiolkovsky, Goddard und Obert hätten in Russland, Amerika und Deutschland die Hände über den Kopf zusammengeschlagen vor Entrüstung, da bin ich mir sicher. Denn mein Schub ist unvergleichlich und bislang auf jeder Messskala unübertroffen. Wenn ich einmal wirklich will, dann will ich nichts mehr als das. Meine Einheit ist WS. Wenn ich 100 WS Schub habe, dann weiß ich, mein Wille ist so stark wie die Wirbelsäule eines Buckelwals. Wenn ich etwas so sehr will, lasse ich alles liegen und stehen. Ich streife ab, werfe ab, lade ab, lege ab. Wenn ich einmal weg will, dann will ich so sehr weg, wie kaum jemand jemals weg wollte. Ich will so sehr weg, dass es die Vorstellungskraft von dem, was wegwollen bedeuten kann, übersteigt. Auch meine eigene. Schau mal, was ich... Oh, hier, ui, meine Büchlein. Noch mehr Bücher. Oh, was haben wir denn da? Mein Räuber der Meere. Für den rauscht es auch so schön hier. Räuber der Meere. Das Kamerakind schläft ein bisschen. Ich bleibe nämlich stehen jetzt. Aber das macht nichts, weil jetzt ist aufgewacht. Dankeschön. Oh, und ich sehe schon, es sind schon 13 Leute, die zuschauen. Cool, ich freue mich total. 13 ist eine gute Zahl. Es kann immer noch mehr werden. Gezeiten. In einer Welt, die permanent von virtuellen Bildern überflutet wird, liegt die Scholle bei Ebbe wie bei Flut wandelbar am Meeresgrund und fragt sich, an welche Oberfläche sie sich als Nächste ganz schnell anpassen müssen wird, um zu überleben. Knusprige Panier war noch nie ein gutes Mittel zur Tarnung auf dem Teller. Mediengigant. Hungrig in die Zukunft mit offenem Blick und weit aufgesperrtem Maul siebt der Walhai Informationen aus dem Datenmeer, saugt alles auf, lässt es durch die Filter strömen, kleine Details ziehen unbehelligt durch. Alles Relevante bleibt hängen an seinen 3600 Zähnen, in 300 Zahnreihen dicht gedrängt. Was er sich nicht einverleibt, wird später von anderen gefressen, die eifrig seiner Schwanzflosse folgen. Und die ausgeschiedenen Reste aus der Wolke von unverdautem Material aufnehmen, sich dabei glücklich wähnen, denn der ist der größte Fisch der Gegenwart, seine dicke Haut weltweit unübertroffen, die Putzerfische huldigen ihm. Bedienen den Großkunden mit Freude, grasen eifrig den Körper ab und genießen seinen Schutz. Fehler dürfen sie sich aber nicht erlauben, denn der Walhai erweitert bei Versagen einfach seine Speisekarte. Myräne. Da hat die Andrea Knabel eine wunderschöne Illustration gemacht dazu.
Wer mein Buch noch nicht kennt, mal reinschauen. Myräne. Ich fühle mich des Wartens sehr überdrüssig, sagt die mürrische Muräne und beißt den nächsten Fisch, der an ihrer Höhle vorbeischwimmt, kräftig in die Schwanzflosse. Einfach so, aus reinem Missmut, nicht um ihn zu fressen. Wenn sie nur wüsste, worauf sie wartet. Schaue ich mal kurz, wo ich hin will. Quattro Bussi, mon cœur. Wenn du mich mit deinen kracken Armen umschlingst, mit deinen acht Gehirnen an mich denkst, mich mit deinem Schnäbelchen wie mit vier Mündern küsst, mich mit deinen 400 Noppen nicht mehr loslässt, dann weiß ich, tief im Magen mit dir schwimm ich, schweb und gleit ich, solang du mir mit frischer Tinte Liebesbriefe schreibst. Hornhechtartig. So könnte ich einen fliegenden Fisch vielleicht imitieren. Fliegenden Fisch. Hornhechtartig. Fahnenschwingend kommt ein kleiner Fisch geflogen, schnell wie ein Fidschi-Pfeil, 70 Kilometer pro Stunde. Mit weit ausgebreiteten Flügeln segelt er 400 Meter durch die Lüfte, für 30 Sekunden nur. Seinen Vogeltraum hat er sich erfüllt, der verrückte kleine Kerl. Ode an die Mumu. Vier mehr und weniger humide Zustände. Ein Pilzbefall, du armer Wald zwischen meinen Beinen. Memme Mumu, ich lieb dich trotzdem. Bakterienalarm, Bakterienalarm, ein allzu reiches Biotop zwischen meinen Beinen. Memme Mumu, ich lieb dich trotzdem. Die Wüste lebt, die Wüste lebt. Du feuchtigkeitsbedürftige Oase zwischen meinen Beinen. Memme Mumu, ich lieb dich trotzdem. Meer voller Blut, Meer voller Blut. Ein regelmäßig zyklischer Schmerz zwischen meinen Beinen. Wirklich keine Memme bist du, Mumu. Ich liebe dich, du tapferer Teil von mir. Jetzt muss ich mich wieder setzen vor lauter Aufregung. Ist ja auch was ganz Neues für mich hier. Zu meinem 35. Geburtstag habe ich nämlich, bitte Kamerakind, mach nur, ich setze mich da wieder hin, habe ich nämlich hier in dieser, eben dieser Badewanne, eine Badewannen-Performance gemacht, auch so mit Lesen, so wie jetzt. Und da war das halt natürlich nochmal ein bisschen alles anders, weil da war es noch viel dunkler, aber da haben wir ja auch nichts filmen wollen. Und dafür gab es aber auch keinen wunderschönen Goldglitzervorhang und auch keinen wunderschönen, hier bitte mal zu beachten, Kamerakind, schwenken Sie mal ein bisschen runter da bitte. Hier ist ja viel zu wenig bis jetzt noch hier im Bild gewesen. Das ist mein Fischschuppen, eine Art, also es ist eine Decke, aber auch gleichzeitig kann ich hineinschlüpfen, also ein gestrickter Sommerschlafsacken, Decken, Meerjungfrauen, alles. Toll. Habe ich zu meinem 40er bekommen von meinen lieben Leutchen in der Arbeit. So, liebes Kamerakind, jetzt hört wieder ein bisschen bitte aus dem Bild, dann könnt ihr auch ein bisschen noch vergrößern vielleicht mal, dass hier da den, der Mario auch ein bisschen hier zu seinem Fame kommt. Ja. Kaputt! Stich rein, stich rein in See. Butje, butje, timpe tee. Auf und davon, hinter dir gibt's nicht. Es gibt nichts hinter dir, es gibt nichts hinter dir, schon gar keine Sintflut. Nur das vor dir, nur was du erreichen kannst, liegt vor dir in der See. Butje, butje, timpe tee.
Ich will Königin sein, ich will Kaiserin sein, ich will Papst sein, nur ohne Penis. Butje, butje, timpete, stich rein, stich rein, stich rein in See. Kamerakind, bitte die Schuppen nicht aus den Augen lassen. Dankeschön. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's ganz prächtig. Ich werde mich nachher auch noch, da wird es noch hier ganz wunderschön. Es hat eine gute Temperatur. Ich bin sehr zufrieden. Ja. So, jetzt sitze ich da gerade so gut. Jetzt werde ich das Kamerakind bitten, dass mir das eine Buch da bitte hergeben kann. Das Gelbe, das da, nein, das Rote, das da liegt. Oder ich schaue mal, was sich da drin verbirgt. Das ist aber lieb, dankeschön. Das Kamerakind wird natürlich noch zum Essen, also es hat schon so viele Essenseinladungen, das kann man gar nicht, wir müssen eigentlich, glaube ich, ins Ritz gehen in Wahrheit. Nicht ins Jack und Tipi. Lausiger Text, so ein lausiger Text, von Anfang bis Ende, völlig lausig. So kann man ihn nicht stehen lassen, sage ich und ziehe die Laus aus dem Text. Mit meinen Fingernägeln fixiere ich sie zwischen Daumen und Zeigefinger, ziehe flink die Laus vom Ende der Zeile und laus, 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 laus aus. Dann halte ich sie unter einen Wasserstrahl, schamponiere ihr die Achseln, wasche sie und mach's ihr fein, seife ihr den Arsch ein. Sie quietscht vergnügt. Springt bald freiwillig in meine Wanne, fängt an zu komponieren und schreibt den Badewannentango. Voll Schaum im Ohr trällert sie das Lied in höchsten Tönen bei mir zu Hause unter der Brause. Man kann sich nicht vorstellen, dass sie jemals jemanden gejuckt hat. Kind. Sehr vielen Dank. Ich hätte gerne noch bitte dieses wunderschöne Heft. Jetzt kommt ein sehr schönes Heft, das vom Zeitzoo Jubiläumsausgabe mit sehr vielen schönen Beiträgen. Hier, bitteschön, gibt es auch beim Zeitzoo zu erwerben. Da sind auch schöne Texte drin. Grautöne. Ich zeichne mich auf. Ich zeichne mich aus, ich weise mich aus, ich weiche mich auf, ich weide mich aus. In Stadt und Land, von Sonne bestrahlt, vermesse ich mich in Schatteneinheiten, die variieren. Je nach Tageszeit stehe ich in meinem eigenen Schatten. Vorgeschmack, das ist auch im Buch, aber der Meere. Vom Leben angespült erscheine ich als Mensch am Sandstrand gegenüber dem Meer in mikroskopischer Größe selbst zum Körnchen geworden. Ich sollte mich vorsehen am Rande des Ozeans, wie ich hier sitze, da ist niemand sicher. Doch ich stehe da und denke, das Meer ist mir gewogen, mein unheimlicher Freund. So stehe ich bereitwillig und vollkommen ausgeliefert an der Türschwelle des Giganten, der mich jederzeit verschlucken kann. Spüre seinen gierigen, salzigen Atem. Wellenzungen lecken an meinen Zehen, kitzeln und kosten die nackten Füße hier so nackt. Die Schaumkronen grinsen frech, blicken verschmitzt unter ihren gischtigen Augenbrauen hervor. Eine Krabbe läuft ungerührt im Seitwärtsschritt an mir vorbei. Farbskala für Meerjungfrauen. Seetank grün, Neumondpech schwarz,
Unwetter über dem Meer violett, gekentertes Schiffsbraun, Fischermannsblut rot. So. Ei, jetzt muss ich heute mich mal ein bisschen diesem Schaum hier widmen. Dem wunderbaren Schaum, nämlich den ich hier habe, das Kamerakind, das wird mir jetzt hier mit mir ein bisschen abtauchen. Ich bin zu schnell, das Kamerakind, zu langsam. Bin ich schon längst ersoffen. Weiß ich auch, oh, da haben wir ein Bügelchen im Bild. Na, das macht ja nichts. So oft machen wir sowas ja nicht. Hi. Endlich Schaumbad. Ja, aber ich brauche meine Bücher noch. Ich kann nichts machen, liebes Kamerakind. Jetzt hast du sie mir weggeschoben. Es hat alles so seine Tücken. Wir haben das ja noch nie geprobt. Das ist alles live und neu und ich habe schaumernden Händen und kann gerade nichts entgegennehmen. Und da unten gibt es die Notlösung. Das ist nämlich, weil das ist ganz interessant. Ich glaube, dass nicht sehr viele Fische Bücher lesen, weil man so nass wird im Wasser und das wirkt leider zersetzend auf Papier. Und das ist schön, danke. Das behalte ich mir hier. Notfalls. Notfallszeug. So, was haben wir denn da noch Schönes? Ich habe mir noch was für euch. Hier. Ja, da will ich vorher noch was aus meinem Räuberchen lesen. Da. Wiener Beiseltour. Wie viel Gönner steckt in einem Elektron und wie viel Ungar in einem Grill und wie viel Hitzköpfe in einem Hafenjungen und wie viel Kälte in einem Nordpol. Wie viel Blau in einer Donau und wie viel Gegrelle in einer Forelle. Wie viel Strom im Mainstream und wie viel Fluss in einem Flug. Wie viel kostet nix in einem Laden und wie viel Möbel in einem Bau. Wie viel Grund im Untergrund und wie viel Kraft in einem Werk, wie viel Beiseln in einer Tour und wie viel Achtern bis in der Früh. Ja, das werde ich mir heute noch schauen, wie viele Achterln ich heute noch trinke. Und weil es so schön war mit den Wienern und weil die Wiener, die gehen sicher gerne baden und ich gehe auch gern baden und überhaupt Schwimmen ist ja das Schönste, aber irgendwie hat sich das Kamerakind jetzt in diese Position gezwungen und ich muss ja mich immer so nach vorbiegen, aber eigentlich, genau, vielen Dank, ist das jetzt noch sehr gemütlich so. Und da haben wir noch einen schönen Text hier, nämlich aus dem Wohnzimmerbuch wieder. Keine Mundelart. Ein Wiener Echter. Ein Wiener Echter geht. Ein Wiener Echter geht unter. Geht unter? Ein Wiener Echter geht unter nicht. Geht unter nicht. Ein Wiener unter geht echt nicht. Niemals unter.
Niemals untergeht ein Wiener. Nur geht ein Wiener unter ohne. Geht nur unter ohne, ohne Schmäh. Schmäh ohne Wiener, ohne Schmäh geht nicht. Geht unter. Haha, ich geh jetzt auch unter.